Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Starpoint Jiminy 2. Ich habe mir ein paar Mods installiert, die mir empfohlen wurden. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Sind alles optische, also keine Panik, das Gameplay ändert sich nicht. Nämlich hier Revamped Skybox Textures, Cinematic Skybox Flares, das Minimal HUD, das fiel wahrscheinlich als erstes auf, und Remove Space Debris. Ja, das entfernt einfach einige von den Brocken, die hier immer so rumfliegen, damit wir nicht ganz denken, wir fliegen ständig durch einen Hagelsturm. Und ja, mal schauen, wie es jetzt so alles aussieht. Bisher sehen wir auf jeden Fall schon mal mit dem HUD hier einiges mehr. Gucken, ob das praktisch ist oder nicht. Testen wir einfach mal aus. Ja, des Weiteren haben wir eine Patrouillenmission, die wir mal eben machen können, und eine Stufe 12er Meuchelmord. Ah, da schauen wir sofort mal, wie fit wir nach der Patrouille noch Jawohl, sind. Sir. Und müssen ein bisschen leveln. Wir sind nämlich erst Level 7 und die nächste Story-Mission war 10. Ich will ja nicht, muss da nicht genau drauf sein, aber so ein, zwei Level machen wir nochmal eben hier mit Nebenmissionen. Ist ja auch mal ganz gut fürs Geld. Wir wollen uns ja dann auch irgendwann mal ein neues Schiff kaufen. Eine Hyperraumresonanz. Was macht das? Können wir die scannen? Ui, auch hier ein neues Radialmenü. Erledigt. Oh. Die Scan-Ergebnisse werden an unsere Datenbank weitergeleitet. Okay, mit ein bisschen Erfahrungspunkte. Und die Hyperraumresonanz verschwindet. Wir waren auf dem Weg hierhin. Nee. Mist, wo ist unsere... Oh nee, wo ist die Mission hin? Da sind zwei. Zwei Kontrollpunkte, das ist es bestimmt. Taktikoffizier berichtet von Feinden in der Gegend. Machen wir die jetzt schon? Machen wir die jetzt schon gerade, oder? War das so nah? Nee, ne? Das war doch irgendwo hier. Jawohl, Sir. Wir berechnen die neuen Koordinaten. Ah, nee, tatsächlich, wir sind schon da. Ja, okay. Vorhandene Energie vollständig auf Maschinen umleiten. Dann haben wir da vielleicht gar nicht so das Problem mit dem Wegpunkt. Was haben wir denn? Oh. Zwei unmögliche Gegner, damit lege ich mich dann aber doch nicht an. So, ich fliege mal hier zu dem Wegpunkt weiterhin. Sensoren empfangen Feinde in der Nähe. Und das sollten dann jetzt unsere, genau, zerstören sie alle markierten Schiffe. Kanonenboot Shanghai, das sieht dann auch mehr nach dem aus, was wir dann jetzt zerstören könnten. Reichweite von der Sentinel war 690. Neue Bewaffnung haben wir uns ja letztes Mal geleistet. Von dem bisher erreichten Vermögen. Und die wollen wir natürlich direkt mal testen. Wenn wir nah genug dran sind. Na, komm schon. Ich hätte vielleicht doch nochmal die Engines reinhauen sollen. Roger, automatische Feuersequenz wird fortgesetzt. Ach ja, wir haben ja auch eine neue Plasmakanone. Wir schließen jetzt Spinnennetze. Ihr wisst, was das heißt. Wir sind Spider-Man. Feind ist am Boden. Hui, das ging aber echt flott. Aber wir haben ordentlich Power zugelegt hier mit der neuen Ausrüstung. So viel Power, dass das Debris immer noch direkt an uns vorbeifliegen kann. Unpraktischerweise. Nein. So. Aber hier reichen jetzt auch ein, zwei Schüsschen, dann ist dieses Ding auch erledigt. Feindliches Ziel erfasst. Der nächste Wegpunkt, der ist hier hinten. Da fliegen wir mal hin. PTI-Protokolle werden ausgeführt. Hoffen wir mal, dass die uns da weiterhin ignorieren. Sind anscheinend nicht so bedrohlich. Der Wegpunkt ist sauber. Bis zum nächsten hin. Alle sind Gott sei Dank hier schön alle nah beieinander. Maschinen sind auf Höchstleistung. Ein Plasma-Pulsar, den können wir vielleicht auch nochmal eben... Feindliches Ziel erfasst. Scannen. Nehmen wir alles mit, was wir so an Erfahrungspunkten kriegen können hier. Ziel wurde gescannt. So, 120 ist wohl jetzt nicht die Welt, ne? Aber wie gesagt, da können halt auch manchmal besondere Ereignisse spawnen, wenn man diese hier... PTI-Protokolle werden ausgeführt. Scannt. Die Anomalien. Mission erfolgreich. Sensoren empfangen Feinde in der Nähe. Das hat sich ja auch mal gelohnt.
Der nächste Meuchelmord traue ich mich jetzt auch mal einfach hier, Stufe 12. Notfalls bestätigt. Hauen wir ab. Kurs wird gesetzt. Solange ich da nicht drauf gehe, sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Bin ich mal gespannt, aber Stufe 12 geht ja. Wie gesagt, es kommt ja auch immer mehr auf die Aufrüstung. Feinde in Sensorenradius unbedingt bestätigt. Aufs Level. Zwei Ziele haben wir. Ein Kanonenboot und ein Frachter mit Markierung unmöglich. Dann schalten wir mal erstmal das Kanonenboot aus. Abwehrschilde versagen. Ich mal hier alleine mit. Alle Batterien feuerfrei. Mit den Plasmawerfern, auch wenn wir hier natürlich nur manuell. Oh, da kriegen wir hier volle Breitseite. Mal Schild, Schildermitter hat versagt. Beziehungsweise die Schildanzeige anmachen. Nee, das funktioniert ja nicht. Neuer Versuch. Schildstatus kritisch. Da wurde ich direkt Zusammenbruch steht kurz bevor. Jawohl, Sir. Maschinen sind auf Höchstleistung. Kann man auch überhaupt Schilde nicht werden neu initiiert. Müssen wir einmal eben ein bisschen Luft machen. Die könnten wir notfalls reparieren. Ein bisschen mehr Energie auf das. Jetzt nochmal ein neuer Versuch. Aye, Captain. Alle Batterien feuerfrei. Unsere Schilde werden schwächer. Feinde in Sensorenradius bestätigt. Gerade keine Idee, wie ich die Separator ein bisschen erwischen kann, ohne von allen Beamwaffen getroffen zu werden. Schildbooster auch noch keine neue gekauft. Ich glaube, da muss ich mal eben ein Stück heilen. Na, lass mich in Ruhe. Unsere Schilde werden schwächer. Ich mal einmal hier schon mal den benutzen. Schildermitter hat jetzt versagt. Ah, jetzt hat man kurz. Schildsystem offline. Den wollte ich. Kritischen Schaden erhalten. Den anderen. Schilde werden neu initiiert. Feindliches Schiff zerstört. Ja, jetzt müsste ich den schießen können. Genau, den einen Hunger. Jetzt kommt der spannendere, Captain, nämlich der Wir haben Schilde da. Verloren. Sollte eigentlich von. Vom Gefühl her schwächer sein, ne? Schilde sind wieder online. Schilde haben wir fast wie viel Cooldown hat denn hier unsere 70. Fast fertig. Und wir kriegen Unterstützung. Ha. Sehr schön. Feind ist am Boden. Mission abgeschlossen. Erfüllt. Abwehrschilde versagen. Captain, wir haben Schilde verloren. Rumpfschaden erreicht kritische Werte. Oh, Moment. Die Hilfe ist aber gar keine Hilfe. Die Hilfe ist nur... ja. So leicht kann das gehen, wenn man hier auf Hilfe hofft. So, und da sind wir wieder auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Wurden wir einfach abgeschossen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da hilft er uns ganz lieb und nett. Und gerade als ich ihm eine Belohnung überweisen wollte, schießt er uns ab. Also wenn er darauf verzichten wollte, dann aber bitte. Da kann ich ja dann jetzt auch nichts mehr für. Oh, ich fliege zur Hauptmission gar nicht zur Nebenmission, die ich machen wollte. Da wollte ich hin. Die ist diesmal nur Stufe 10, also durchaus sollte durchaus machbar sein. Ach Mensch, fieser Typ da, wer immer da uns geholfen hat, den jagen wir, den werden wir uns töten. War bestimmt einer dieser berüchtigten Piraten, die hier rumrennen. Feinde in Sensorenradius kann mir nicht vorstellen, dass das ein normaler Flieger war. Oh, hier sind wir direkt wieder umgeben von Feinden. Und diesmal haben wir einen Kreuzer. Und das andere ist ebenfalls ein Kreuzer. Zwei Kreuzer. Das klingt jetzt nicht so nach alle Waffen auf Automatik. Einfach. Vor allen Dingen war man nach Captain, der Rakete unsere auch Schilde brechen hier, zusammen. Dass ich da was verändert Captain, habe. Wir haben Schilde und verloren. Die auch noch dieselbe Bewaffnung haben wie wir. Ich fürchte, das war auch wieder eine schlechte Idee. Warnung, uns, ja. Schiffssystem im Begriff zu versagen. Schilde sind wieder online. Na, ich wüsste gerne, wonach steht kurz diese, bevor. Missionenlevel ausgesucht werden. Ah, da sind auch schon wieder alle möglichen bestätigt. Mit dem Kampf. Nee, Maschinen auf Overdrive. Schildermitter hat versagt. Alles auf Schild und Antrieb. Das war nix. Ganz knapp hier. 86 Rumpf. Schilde sind wieder online. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts hinterher.
Gott sei Dank bin ich direkt intuitiv in Richtung Raumbasis geflogen. Mensch, was sind hier für Missionen? Wir sind deutlich unterlevelt. Oder brauchen langsam dann mal ein neues Sensoren Schiff. Sensoren empfangen Feinde in der Nähe. Aber wir sind hier aber auch mitten umgeben von Feinden, ne? Überall. Ich hoffe, ich kann hier ohne weitere Zwischenfälle mal eben zwischenlanden. Oh, 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 oh. Hier möchte ich landen. Komm. Sei nicht nur im Kampf. Ich zähle noch als Schild. Status kritisch. Zusammenbruch steht kurz bevor. Captain, wir haben Schilde verloren. Dann mal los. Alle Energie wird auf die Maschinen geleitet. Schilde werden neu initiiert. Oh Mensch, ist aber fies jetzt. Wo soll ich denn hin? Ich kenne doch keinen. LaGuardia hier unten hin. Kurs angepasst. Ein weiter Weg. Aber ich meine, wenn ich die ganzen Leute hier ab... Oh Gott, was ist denn da hinter uns los, ey? Schauen wir mal nach. Ich glaube, so langsam, da sind unsere Ziele. Von der Mission, die ich mal ganz eben aufgeben werde. Wir müssen den Kurs ändern. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel hier. Es tut mir leid, löschen. Aber unsere Mission ist fehlgeschlagen. Kann ich hier gar nicht löschen? Nicht abbrechen. Ich glaube, die sind sowieso abgebrochen, wenn ich jetzt das nächste Mal lade. Aber wir sind richtig in Mitleidenschaft gezogen, sind wir hier. Taktikoffizier berichtet von Feinden in der Gegend. Auch wieder sogar ein Zerstörer dabei. Und Hauptsache, die fangen uns nicht ab. So. Es brennt und funkelt und ruckelt und funkelt und brennt. Viel Sauerstoff geht hier verloren, wenn man den Flammen hier so glauben darf. Ja, Memphis, bitte einmal andocken. Komm, ich bin nicht mehr im Kampf. Die folgen mir die ganze Zeit, das gibt's nicht. Lass mich landen, bitte. Feinde in Sensorenradius bestätigt. Das sind immer noch die beiden, oder? Jetzt sind sie. Wo sind sie? Ein Frachter und. Andocken, Memphis. Wow. Gut. Immerhin, wenigstens. So, reparieren, nachladen. Haben wir irgendwas zum Loswerden? Natürlich nicht. Alles verloren. Nach Missionen Ausschau halten. Haben wir hier nichts. Flüge ich mal hier nach. Kurs angepasst. Also in diese Richtung, nach Bordeaux. PTI-Protokolle werden ausgeführt. Und nehmen einfach alles mit, was ich jetzt finde, was nicht unbedingt unmöglich ist. Ich brauche unbedingt ein neues Schiff hier mit dem kleinen Schiff. Ja, furchtbar, da muss man ja richtig aussuchen. Nicht wie mit der schönen Hydra, wo wir einfach alles erlegen konnten, was uns in den Weg flog. Aber kein Problem. Ich überlege, ob ich mir vielleicht doch schon mal die neue Story-Mission anschauen soll. Wobei die Stufe 10 Mission jetzt ja gerade eher was anderes behauptet haben. Naja, mal abwarten. Gucken, ob hier jetzt noch was Kleines spawnt, was man vielleicht mitnehmen kann. Wir sind ja auch, obwohl mir fehlt noch einiges bis zum Level. Die Frequenzen sind besetzt. Neue Missionen werden angeboten. Hier können wir uns die Zwischenlandungen eigentlich sparen. Aber wir haben noch nichts feindliches gesammelt. Ziel erfasst. Da kommt was. Da haben wir einen Gegner. Machen wir den erstmal weg. Feuer frei. Manuelles Anvisieren wurde deaktiviert. Ui, der schießt auf einem lustigen Bällchen. Bloß hätte das hier noch mit uns Ball spielen will, dann wäre ich nicht so feindselig gewesen. Ein weiteres feindliches Schiff ist erledigt. Den kann man aber ganz gut ausweichen. Das ist der Nachteil. Also im PvP sind Plasmawerfer nicht geeignet. Taurianische Algen haben wir gelootet. Die sind hier verboten. Dann werden wir die mal ganz schnell wegbringen, bevor wir gescannt werden. Alle Energie wird auf die Maschinen geleitet. Komisch, warum war das gerade rot? Ha,
Hi, ich habe nichts Illegales an Bord. Guckt einfach nicht. Ah, toll, die hatten sogar nichts anderes an Bord. Das wäre eine totale Nullnummer gewesen hier. Jetzt habe ich leider nicht darauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte das brachte. Jawohl, Sir. Maschinen sind Können auf wir uns Höchstleistung. hochgrinden? Da ist wieder eine Mission. Meuchelmord Level 13. Aber in freundlichem Gebiet. Oder zumindest in neutralem Gebiet. Aber Moment, wir haben gar keine grüne Station zurzeit. Da sind wir noch nicht beliebt genug. Können wir uns nochmal unseren Ruf anzeigen lassen? Hier. Tatsache. Wir müssen an unseren Ruf arbeiten, damit wir hier mal ein bisschen mehr Unterstützung kriegen. Da haben wir eine Wartungsarbeit, Stufe 9, direkt neben der Hauptmission. Sollen wir da mal hinfliegen? Komm, da fliegen wir mal hin. Schauen wir mal, was das ist. Positiv. Kurswechsel. Können wir vielleicht auch einmal in die neue... Ah, hier gibt es auch was. Ein Taxi, Stufe 8. Ja, dann mache ich das mal eben mit. Moment, noch nicht wegfliegen. Memphis, wo bist du? Da, genau. So. Genau, Taxi müssten wir an Bord haben. Oder habe ich das mit? Doch, habe ich angenommen. Und unser Ziel ist auch dort. Na, werden wir hier sehen. Können wir ja an den Markern sehen. Wartung, Taxi, der Planet. Bestätigt. Maschinen auf Overdrive. Welcher Planet ist es? Trinity. Da müssen wir hin. 15.000, langer Flug. Ich glaube, den erspare ich euch ein bisschen. Zumindest die ersten 10.000 Kilometer. Bis gleich. So, oh nein, wir wurden aus dem PTE gerissen, kurz vor Trinity, von zwei feindlichen Fliegern hinter uns. Wahrscheinlich wieder super überlegen, wobei wir kommen langsam, glaube ich, wieder in den Bereich von den beiden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wirken absolut friedlich auf mich. Dann, ja, toll, PTE ist noch, steht dabei, wie lange? Stand bei, wie lange, ne? 5 Sekunden noch gesperrt. Können wir leider nur langsam hier. Der Traktor starrt. Jawohl, Sir. Maschinen so sind auf kleinen Höchstleistung. Häkchen. Genauso wird es funktionieren, technisch. Das ist ein Seil mit Haken. Wow. Wow, 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 wow. Immer langsam hier mit den jungen Fernen. Das Syndikat. Unsere alten Kumpel aus der letzten Folge. Mit denen haben wir sowieso noch eine Rechnung offen. Auch schon wieder so ein Frachter. Zwei Frachter. Du, da wirkst bedrohlich. Ein Kreuzer. Schwierigkeit unmöglich. Roger, automatische Feuersequenz wird fortgesetzt. Oh, unmöglich ist nicht gut. Der trifft Gott sei Dank nur ganz schlecht. Wir verlieren die Schilde. Bei ich jetzt mit dem Captain, wir ankommt. Haben Schilde verloren. Rumpfbruch das steht war ein ganz schön bevor. Übler, schlechter Treffer. Alle Energie der wird auf die so Maschinen schlecht, geladen. Da kann man ja gar nicht hinkämpfen. Da fliegen wir einfach weiter. Nein. Die Folge der 1000 Tode heute hier. Ich komme nicht weiter. Im Moment befinde ich mich hier, glaube ich, in einem ganz schön schlechten Gebiet. Wir müssen unbedingt stärker werden. So, da sind wir wieder hier in der Folge der 1000 Tode. Diesmal hatte ich allerdings zwischengespeichert hier in Bordeaux. Wir haben also nicht alles verloren. Ein bisschen was hat es gebracht. Leider kommen wir heute nur ganz langsam voran. Ich denke, um euch nicht hier in ewigen Farmfolgen hier zu verlieren, werde ich da ein bisschen was kürzen, denke ich. Vielleicht mal ein paar Missionen ohne euch fliegen, ein Level machen, bevor ich dann die nächste anfange. Und dann gehen wir auch schon wieder in der nächsten Folge mit der Story auch noch mal weiter, würde ich sagen. Damit das hier so ein bisschen interessant bleibt, möchte ich nicht zu lange alles rauszögern. Jetzt reparieren wir hier aber erstmal dieses schöne Ringding. Zielobjekt repariert. Mission erfolgreich. Eine automatische Reparaturstation haben wir soeben repariert. Das ist schön. Meuchelmord Level 6. Habe ich richtig, jawohl, hab ich richtig gesehen, wir berechnen das Level. Die neuen Koordinaten. Nein, nee, nee, was machst du denn? PTI-Protokolle werden ausgeführt. Okay. Das war Gott sei Dank keine richtige Kollision. Der hätte einfach nur noch gerade ausfliegen müssen hier. Er zieht jetzt hier aber auch gerne ab. So. Und Gas. Vollgas voraus. Machen wir die hier noch mit. Eine Assassination.
Hoffentlich diesmal ein bisschen erfolgreich. Da haben wir es. Ein Gegner nur. Und das ist ein Kanonenboot. Den werden wir wohl problemlos. Alle Batterien feuerfrei. Oh, ebenfalls Plasmawaffen. Das heißt, man kann sie sehr schön ausweichen hier. Ballet hell. So. Ziel eliminiert. Einmal wurden wir, glaube ich, getroffen, aber ansonsten. Mission abgeschlossen. Funktioniert auch einfach mal was. Bringt wohl ein bisschen negative Ausrichtung. Finde ich jetzt gerade nicht ganz so schön. Ich hätte gern mehr Verbündete. Neuer Wegpunkt bestätigt. Bestätigt. Maschinen auf Overdrive. Denn wenn das hier grün wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich besser fühlen hier in dem Raum. Neue Ausrüstung müssen wir da auch mal reinziehen. Habe ich da nicht vielleicht schon mal irgendwo was gelootet? Ne, gar nichts dabei. Ich brauche unbedingt wieder Schildbooster. Müssen wir gleich mal Ausschau halten. Die möchte ich nicht angreifen. Ich bin hier schon wieder im Erkundermodus. Ist aber leider bestätigt. Nicht zu finden hier. Kurs wird gesetzt. Decken wir den Quadranten auch nochmal auf. Darf ich das überhaupt Quadranten nennen, weil es Sechsecke sind? Der Kommunikationsoffizier berichtet Störgeräusche aus großer Entfernung. Ist auf jeden Fall was. Neue Missionen zum sind möglich. Ach ne, es ist nur ein Nebelsammler, der Triacorp. Da werden wir nicht andocken können. Schade. Und das da oben ist die Hauptmission. Hier haben wir verschiedene Missionen. Ein Level 17 Meuchelmörder, den schieben wir auf. Ein Wartungsarbeiten Level 18. Den können wir machen. Bestätigt. Er könnte sogar einiges bringen. Da bin ich mal gespannt. Inwieweit sich da das Level hier ausweitet. Ich werde diesen Reparaturstrahl gerne auf das Bauwerk verwenden, sobald ich nah genug dran bin. Lieber Tooltip. Und der sollte doch jetzt hier einen dicken Schub geben, oder? Level 18er Auftrag. Zielobjekt repariert. Mission abgeschlossen. Dicken Schub würde ich jetzt nicht sagen. Eigentlich mehr so eine normale Belohnung. Wollen wir hier nochmal gucken? Nee, ist mir jetzt zu riskant. Neuer Wegpunkt bestätigt. Alle Energie wird auf die Maschine geleitet. Ich wollte nicht wirklich eine Folge der 1000 Tode machen. Zwei Stück sind schon schlimm genug. Eine Anomalie auf dem Weg. Das ist sogar ein Wurmloch. Ne, eine Verdrängungsanomalie. Die sind ganz schlimm. Die funktionieren meistens nur in Kombination mit viel Alkohol. Der Kommunikationsoffizier berichtet Störgeräusche aus großer Entfernung. Neue Missionen sind möglich. Wir wollen die doch scannen. Wir wollen doch wissen, was für ein Ziel erfolgreich gescannt. Die Party mitmachen. Och, löst sich direkt auf. Alles schon leer getrunken. Da geht's weiter. Typisch, ne? Kaum sieht man mal irgendwo jemand eine Fete machen, ist bestätigt. Alles Kurs auf, wird sobald gesetzt. Man ankommt. Vorhandene Energie Hauptsache, vollständig auf Maschinen Dankeschön, umleiten. Lieber Weltraum. Bei der nächsten Geburtstagsfete bist du nicht eingeladen. Feindliches Ziel erfasst. Vereinbar ganz ausschließlich hier im Subraum. So, ich würde sagen, oh, jetzt haben wir ein paar neue Missionen noch. Hier in Holger Cross. Eine wissenschaftliche und ein Meuchelmord Level 9. Die würde ich beide sagen, sind ganz cool. Die mache ich, glaube ich, nochmal eben. Allerdings sehe ich hier auf meinem Timer, ja, da kommt, scheint eine temporale Subraumanomalie auf uns zuzukommen, die euch leider ein paar Minuten in die Zukunft schleudert. Da kommt sie. Oh, ich glaube, wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Alles Gute, bis dann. Euer Schombock.